Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Gespaltene Persönlichkeit von Xavage in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gespaltene Persönlichkeit von Xavage aus dem Jahr 2012. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abmachen, schauen wir uns nochmal kurz den Sticker an, den wir hier haben. Und zwar lesen wir hier Xavage, Xavier Naidoo und Kool Savas, dreifach Vinyl inklusive das Album auf CD. Gut, nachdem wir das nun zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Am besten hier einstechen. So, also, für mich ist dieses Unboxing eine Premiere, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Dreifach-Vinyl gehabt. Ich habe schon mit normalen Vinyls, mit Doppel-Vinyls und mit so Vierfach-Vinyls zu tun gehabt, aber drei ist echt sehr ungewöhnlich. Ich könnte mich an kein Release erinnern, wo dies sonst der Fall gewesen wäre. Okay, wir haben hier das Cover. Und hier haben wir einmal den halben Kopf auf der linken Seite von Xavier und auf der rechten Seite dann den Kopf von Savage. Und dann lesen wir hier in roter Schrift X, also Xavage, gespaltene Persönlichkeit. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Xavage, gespaltene Persönlichkeit. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals groß den Kopf von Savage in dem Fall, nur auf dem Kopf, also den Kopf auf dem Kopf, jawohl, so. Und dann haben wir hier unten rechts im Eck Credits, Barcode und schwer leserlich, aber hier haben wir dann die Tracklist, 15 Stück an der Zahl. Gut, dann schauen wir mal ins Innenleben. Und zwar haben wir hier einmal auf der linken Seite Xavier Naidoo abgebildet. Dann lesen wir hier Xavier Naidoo und Kool Savas, auch wieder in dieser roten Schrift. Und das Ganze lässt sich dann hier noch weiter aufklappen. Dann kommt zum einen mal die CD zum Vorschein, die hier in dieser kleinen Einstecktasche befestigt war. Dann lesen wir hier Savas gespaltene Persönlichkeit und auf der rechten Seite Kool Savas. Okay, ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt in der linken Seite wohl eine Vinyl drin sein wird und in der rechten Seite dann zwei Vinyls, weil die Mittelseite, ja, dieses Mittelelement scheint mir zu dünn, da wird gar keine drin sein. Wir fangen mal links an. Diese Tasche kann man sowohl links als auch rechts öffnen. Da kommen wir zur ersten Vinyl, die legen wir mal raus. So, dann schauen wir mal auf die Seite hier, beziehungsweise lassen wir mal kurz offen, um die Seite hier auszuräumen. So, Nummer 2 und wie vermutet auch hier dann Nummer 3. Ansonsten, schauen wir mal kurz rein, hier ist nichts mehr auf der linken Seite, ebenfalls nichts mehr. Dann können wir das dabei mal zur Seite legen. Und dann starten wir mal mit den Vinyls. Also, so sieht das aus. Alles hier in dieser schwarz-grau Optik gehalten. Das ist in dem Fall C. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir A finden. Das ist B. A, B. Jawohl, hier. Also, die erste ist die A-Vinyl. A1, A2. Und zwar haben wir hier zwei Tracks auf der A1-Seite und drei Tracks auf der A2 Seite. Dann schauen wir uns die Vinyl mal an. Wo geht das Ganze auf? Hier. Also, Seite A1 heißt das. Hier haben wir wieder den Kopf von Xavier. Dann haben wir A2.
ebenfalls wieder der Kopf von Xavier. Das Ganze in so einem klassischen Schwarz gehalten, also ganz klassisches Vinyl-Design. Das Spannende ist nämlich, dass es so zwar gestaltet ist, aber dass es nicht, wie man denken würde, vielleicht links hier reingeht. Nein, es geht hier von unten. So, also das war die erste Vinyl. Dann haben wir die zweite Vinyl, diese Folge richtig B1 und B2 beschriftet. Auch hier wieder auf der ersten Seite 2 Tracks, auf der zweiten Seite 3 Tracks. Gut, die wollen es mir echt schwer machen, diese jetzt nicht von unten, sondern in dem Fall von oben zu öffnen. Und hier lesen wir dann B1, Seite B1 und natürlich Seite B2. Auch diese Vinyl wieder komplett in diesem Schwarz, in diesem klassischen Vinylton gehalten. So, das ist in dem Fall die B-Seite. B-Vinyl. Und jetzt würde mich interessieren, gut, hier wieder oben. Dann haben wir natürlich noch die C-Vinyl und diese hier ebenfalls wieder so aufgeteilt. Also, nein, diese ganz anders aufgeteilt. Wir haben hier 3 Tracks auf der C1-Seite und dann haben wir sogar 4 Tracks. Nein, 3 Tracks. Also wir haben hier 2 Tracks plus dann noch einen Bonus-Track. Okay. Also wir haben 15 Tracks plus diesen Hidden Track, diesen Bonus-Track. Wo sind sie jetzt? So, Seite C1, Seite C2. Also, macht dann mit dem Bonustrack insgesamt 16 Tracks, wobei wir eben 5 auf der ersten Vinyl haben, 5 auf der zweiten und dann 6 Stück auf der dritten. Und zusätzlich zu den 3 Vinyls bekommen wir dann noch dieses Digi-Sleeve, diese Papphülle, Savage gespaltene Persönlichkeit. Hier haben wir wieder 15 Tracks aufgeführt. Nicht 16, 15 in diesem Fall. Und dann lesen wir auch hier wieder Xavage, Xavage. Das dürften wohl die Schuhe der beiden Herren sein. So sieht das aus. Kommt in dieser Papphülle. Ja, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal diese 3 Doppelvinyls. Also dieses, 3 Doppelvinyls stimmt nicht. Diese Triple-Vinyl, diese 3 doppelseitigen Vinyls. So ist es richtig. Also A-Vinyl, B-Vinyl und C-Vinyl mit insgesamt 16 Tracks. Die CD im Digi-Sleeve in der Papphülle zum Album. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Xavage, gespaltene Persönlichkeit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xavage unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.